Hallo Anders, Skorpion, Sternzeichen. Wir schauen in die Energie der neuen Woche. Bitte bedenke, es ist kollektiv, es ist allgemein und es kann nicht auf jeden Skorpion zutreffen. Wir haben hier ein wenig Aufregung bei dem ein oder anderen Skorpion, denn er oder sie muss sich hier entscheiden. Die Wege sind rausgefallen, zwei Möglichkeiten, die gegangen werden, manchmal auch zwei Meinungen, die eine Rolle spielen könnten, wo es gilt, sich für eine zu entscheiden. Im besten Fall deine eigene Meinung, ja, also nicht irgendwie in eine Gefälligkeit reingehen, denn das könnte für Konflikt sorgen. Allerdings ist dieser Konflikt nicht von langer Dauer, denn es kommt relativ schnell Klarheit rein. Also manchmal muss es auch sein, ich sagte ja gerade schon, am besten ist es, deine eigene Meinung zu haben. Die kann aber nicht jedem schmecken. Generell ist es hier aber eine Kommunikationskarte und deine Meinung zu vertreten ist natürlich dein höchstes Gut und da heißt es standhaft sein. Für dich definitiv immer den ersten Blick zu bewahren und auch deinen klaren Blick zu bewahren. Also vielleicht geht es hier wirklich um Meinungsbildung bei dem ein oder anderen Skorpion und eben neue Standpunkte festlegen, die natürlich auch eine gewisse Stabilität mitbringen. Was sagt denn das Tarot dazu? Haben wir hier nächste Woche Streit im Haus? Oder ist es einfach nur ein Ratschlag, weil auch dafür stehen die Routen, der für Klarheit sorgen kann. Ha, das Ass der Kelche und die Welt. Ass der Kelche, Chance auf Liebe, Chance auf Frieden, ja, deinen eigenen Frieden und mit der Welt die Thematik der Erfüllung, Wunscherfüllung. Aber auch die Welt sagt, es ist wichtig, immer einen inneren Frieden zu haben, um hier auch ja inspiriert zu werden. Ritter der Kelche, da geht es auch um deinen eigenen Idealismus, ja. Auch bei euch hier die Thematik, dass Harmonie wichtig ist in Verbindung von deinem Wissen und deinem Gefühl. Also deine Realität muss schon zu deinem Gefühl passen und auch andersrum. Natürlich haben wir hier auch Verliebtheit drin liegen, passt natürlich auch gut mit dem Ass der Kelche. Aber auch da gilt es, dass jeder seine eigene Meinung haben darf. Und dass du eben nicht in die Gefälligkeitsenergie gelangst, um jemandem zu gefallen. Auch wenn das Konflikte bedeutet, aber wenn jemand dich nicht respektiert, ja, was willst du da groß erwarten, auf Dauer betrachtet? Hier kommt die Sonne rein. Ja, passend zur Klarheit des Sternes wird es jetzt einfacher, es wird leichter. Sonne ist natürlich auch das große Glück im Tarot. Sonne steht für Heilung, für Energie, für neue Energie, die reinkommt, aber auch für Versöhnung. Ja, wie gesagt, manchmal muss es auch erstmal knallen, bevor die Fronten geklärt sind. Vielleicht kriege ich noch einen Impuls, mit wem du es hier zu tun haben könntest. Aber ich habe ja auch die Thematik des Ratschlages angesprochen und das passt auch eigentlich sehr gut zur 5 der Münzen, dazu gleich mehr. Wir haben hier den Bube der Stäbe und damit kommt die Thematik des vielversprechenden Angebotes ins Spiel. Ja, wir sind ja hier schon sehr Kelch, sehr wasserlastig. Ich meine, gut, ihr seid Element Wasser, gar keine Frage. Wir haben hier aber auch ein bisschen Feuer mit der Sonne. Nichtsdestotrotz, der Flirt, der sich hier auftut, ja, beziehungsweise das Angebot, was sich hier auftut, kann dir durchaus dienlich sein. Weil mit den 5 der Münzen haben wir hier so die Notkarte, die Leitkarte, die Mangelkarte, die Karte der Selbstreduzierung, die Karte des Verlustes. Vielleicht hat hier der ein oder andere Skorpion etwas Angst vor Verlust und darf sich gerne auch mal Hilfe von anderen holen. Ja, da wird kein Hahn nachkrähen, wenn du mal um Hilfe bittest. Ganz im Gegenteil. Das sorgt hier nämlich mit dem Wagen für
Beschleunigung. Da hätten wir jetzt übrigens einen Krebs, falls es für dich eine Rolle spielt. Weil wir ja hier eh schon sehr, sehr wasserlastig sind. Jetzt geht's hier einmal in die Luft. Im wahrsten Sinne des Wortes, hier haben wir Ängste auf dem Tisch liegen, die gelöst werden wollen. Neun der Schwerter ist natürlich auch auf Verstandesebene eine gewisse Abschlusskarte. Das heißt, hier wirklich auch Auseinandersetzungen beenden. Mit der Mäßigkeit, dem Schützen hier wieder in den Ausgleich kommen, die Führung übernehmen und dementsprechend auch ausbalanciert vorankommen. Wir haben hier schon mit dem Wagen die Beschleunigung drin liegen, auch wenn es erstmal hier noch so ein bisschen für Angst sorgt, weil es vielleicht doch auf einmal schneller geht, nachdem hier dein Problem gelöst ist, du dich eröffnet hast und gesagt hast, hey, ich brauche mal deine Meinung, ich brauche deine Hilfe. Ja, es kann auch mal so ein kleiner Frontalangriff vom Gegenüber sein, von wegen, hey, stell dich mal nicht so an, komm endlich mal raus aus dir und zeig, was du auf dem Kasten hast. Das kann natürlich auch so etwas sein, ne, damit hier wieder Klarheit reinkommt, dass dir mal jemand so ein bisschen verbal den Hintern versohlt. Durchaus möglich. Sorgt natürlich im ersten Moment erstmal ein bisschen für Zähneknirschen, aber es ist ja nur, damit du vorwärts kommst. Und du möchtest ja hier vorwärts kommen. Natürlich haben wir hier, wie gesagt, die Thematik drin, möglicherweise so ein bisschen innere Angst, Auseinandersetzungen, natürlich mit der anderen Person, aber das kann hier gelöst werden. Und das Ass der Stäbe lässt dann bei dir eine Erkenntnis reinkommen. Ja, Ass der Stäbe, erkenne das Potenzial dieser Gelegenheit, ergreife die Initiative und diese Karte steht auch für ja, Kreativität, für neue Energie, für den Neubeginn, für das Loslegen. Der Hierophant sagt, glaube an dich, habe Vertrauen in dich. Und wenn da irgendetwas in dir ist, was ja, beleuchtet werden sollte, damit es dir leichter ist oder leichter wird, voranzukommen, dann schau dir das an und hake das ab. Beleuchte es, lass es nicht im Dunkeln liegen. Und ja, mit diesem Suchen bzw. dem Finden deiner inneren Problematik kommst du hier mit dem Turm in deine Heilung. Durchbruch, Befreiung, Reinigung, ja, wirklich hier einmal vom Blitz getroffen werden und den Verstand aufbrechen, heißt es hier. Auf jeden Fall haben wir hier in der kommenden Woche bei dem einen oder anderen Skorpion eine weitere Person im Bilde, einen Ratgeber, ja, kann dir so ein bisschen den Kopf waschen, aber es ist eigentlich nur für deinen ja, vorankommen. Vielleicht muss hier einfach auch deine alte Meinung einmal aufgebrochen werden, damit du dir endlich mal eine bilden kannst. Ja, auch die Meinung, die du in dir hast, kann durchaus von anderen Personen geschaffen worden sein. Und jetzt wirst du aufgerufen, hier wieder in deine eigene Vernunft reinzugehen. Sehr interessant. Jetzt hätte ich gerne noch eine Karte als Ratschlag, was du tun solltest in der nächsten Woche und was du nicht tun solltest. Ritter der Münzen, das solltest du auf jeden Fall tun. Und zwar sagt diese Karte, es ist wichtig, konsequent zu sein, Verlässlichkeit an den Tag zu legen und Ausdauer, ja, dir deine Ausdauer zu bewahren. Es ist wichtig, hart zu arbeiten und auch Verantwortung für dich, aber auch für die Menschen in deinem Umfeld zu nehmen. Weil wie gesagt, wenn du Meinungen oder eine Meinung gebildet hast aufgrund dessen, dass andere Menschen Einfluss auf dich hatten, dann ist es wichtig für dich selber jetzt Verantwortung zu übernehmen. Was solltest du auf jeden Fall nicht tun? Das Rad des Schicksals fällt raus. Ja, mir wird irgendwie gerade so gesagt, erzwinge nichts. Das Rad des Schicksals ist im Negativen so ein bisschen die verpasste Chance. Ja, so fatales Denken. Nicht negativ denken, sondern und auch nichts erzwingen. Manchmal müssen Dinge einfach so passieren, wie sie passieren, damit es endlich vorangeht. Und das heißt auch, dass man Turmmomente nicht erzwingen kann, sondern sie kommen genau dann, wenn der Zeitpunkt reif ist. Schöne neue Woche.